Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher. Wir schauen mal jetzt hier in diese... Ist das ein Minenschacht? Ich glaube, das ist einfach nur ihre Wohnung. Ich schätze mal, oder Lagerraum oder irgendwas. Okay, da waren wir auch schon drin. Ja. Also das machen wir dann doch mit dem Minenschacht etwas später. Vielmehr, oder was nicht, hätte ja sein können, dass das gerade der ist. Dann gehen wir jetzt nämlich erstmal rüber und schauen uns mal genau. Hier war doch irgendwo ein Brunnen. Brunnen, Brunnen, Brunnen. Dots. Zumindest dachte ich, dass hier. So, und dann war das Richtung Fluss, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Das wäre dann nochmal nach links drehen. Wie gesagt, das ist jetzt zumindest mal meiner Meinung nach Richtung Fluss. Vom Brunnen aus. Ah, da haben wir noch Zeug rumliegen. Weg. Weg. Was haben wir denn? Haben wir vielleicht noch hier irgendwas Markantes? Vielleicht geht es ja einfach da hoch, oder? Und ich glaube, von da komme ich. Das bringt dann nicht allzu viel. Ich glaube, ich lese mir dann doch nochmal die Dings durch, die Karte. Hinweise, genau. Der Brunnen, der mit den Echos. Da, von hier aus Richtung 10, Richtung Fluss. Dann nach links durch ein Tor. Aha. Dann schauen wir mal. Hier vielleicht? Wo soll man wirklich hier runter? Das ist doch... Das ist halt auch Richtung Fluss. Merkt man, ist da nicht irgendwo ein Pfad? Ja. Den ich aber jetzt hier nicht wirklich beschreiten kann. Hier unten geht es ja dann zum Nebel, oder? Ja. Ich würde, wie gesagt, ich würde gerne hier durch. Ich schaue mich jetzt einfach mal um. Weiß gar nicht, können wir jetzt hier eigentlich wieder... Ich glaube nicht, dass wir hier gefahrlos durchkommen. Dazu muss der Nebel erstmal weg. Auf der Karte wird hier zumindest ein Pfad angezeigt. Hier können wir halt auch so ein bisschen hoch. Was ist denn das hier? Nee.
Also wieder zu Recht will das hier nicht klappen. Und hier ist ja eigentlich auch nichts, wo wir irgendwie noch hin könnten. Na, Kräuter können wir hier mitnehmen, aber das war's auch schon. Wie gesagt, ist auch hier alles eingestürzt, von daher ist es halt auch etwas schwierig, sich zu orientieren. Hochlaufen bringt nichts. Ich bin tatsächlich gerade etwas ratlos. Mal wieder. Diese Sucherei-Sachen gefallen mir ehrlich gesagt nicht so klar. So ein bisschen selber denken ist auch ganz schön, aber ich bin hier gerade ein wenig verloren, muss ich ja zugeben. Weil die Hinweise halt echt so vage sind, dass ich da nicht viel mit anfangen kann. Da drin können wir ja nichts holen. Was ist das denn eigentlich? Ich glaube, ich schaue mir das mal gerade an. Vielleicht bringt das ja was. Hier war doch der Troll, oder? Ach, hier haben wir einen Altar. Hm? Steht denn irgendwas von einem Altar da drin? Müsste ich mal nachschauen. Genau. Ach ja, genau, das Tor haben wir. Dann finde die Wege mit dem ewigen Wächter. Den haben wir. Nimm die Mitte, die anderen sind schlechter. Aha. Sieh mal einer an. Links, Mitte, rechts. Gehen wir die Mitte. Dann können wir auch, glaube ich, mal hier... Genau, jetzt sind wir beim Steinbruch angekommen. Schon wieder das Medaillon. Ja, ja. Ah. Ja, die Richtung machen wir später. Ich will erstmal gerade gucken, ob du was Neues... Ja, schön bist du. Meine Königin. Meine Liebste. Du siehst hinreißend aus. Alle im Nest beneiden dich. Ich brauche diese Feder nicht. Nimm du sie. Recht heiß für die Jahreszeit. Ja, wirklich. Gar nicht so kalt wie sonst. Das sind bestimmt diese Magier. Die mit ihren Experimenten. Fingern an der Welt rum und niemand weiß, was dabei rauskommt. Ich mag gar nicht drüber nachdenken. Nimm doch die Feder. Ich kann sie entbehren. Danke. Aber ich brauche sie auch nicht. Du meinst, der Sammler braucht sie nicht? Ja, ja. Eben der. Möchte wissen, wozu er so viele Federn braucht. Vielleicht hatte er so viel Platz in seinem Sammelalbum. Und das ist wichtig? Ja, und wie? Sei's drum. Ist eh nicht mein Metier. Das Sammeln. Okay, dann wissen wir auch, woher, warum der diese Federn braucht.
Schön. Das dann auch mal abgeschlossen. Ja, es sieht gut aus. Hast du gut gemacht. Können wir vielleicht hier irgendwo hochklettern? Das sieht mir doch eigentlich fast so aus. Oh. Die Igni-Zeichen. Wo haben wir... Ach, da. Okay, da also runter. Erstmal noch die Harpie zerlegen. Ich nehme da jetzt einfach nichts mehr mit. Müllt ja eh nur unser Inventar zu. Weiß gar nicht, zum wievielten Mal wir jetzt hier durchkommen. Ja, und auch hier bricht die Framerate wieder ein. War zum Glück halt nicht mehr so übel wie bei dem anderen Codec. Na gut, dann schauen wir mal. Du darfst auch noch dran glauben. Hier können wir ja nicht hochklettern, oder? Ja, 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 ist ja gut. Ich wusste, dass der Altraum sich hier schon befindet. Hätte ich ja gar nicht mehr so weit rumrennen müssen. Na gut, ne, wir mussten ja eh nochmal zurück, um die Karte überhaupt zu finden oder die Aufzeichnung. Okay. Ich weiß doch gar nicht, ob wir wirklich hier runter müssen. Aber das Zeichen hat ja meines Wissens hier runter gezeigt. Hm. Vielleicht hier irgendwo? Aber was haben wir denn hier? Ein Runenschlüssel. Cool. Nicht schlecht. Okay, mal schauen. Wir haben jetzt den Runenschlüssel. Was sollen wir denn damit machen? Weiß den Weg, dann solltest du... Du kommst rechts an den Trunkenen. Aha. Hm. Gut, da drin waren wir ja schon. Ich glaube, hier hochklettern ist auch nicht. Können wir hier eigentlich hoch? Nee. Na gut, ich glaube, dann gehen wir einfach mal wieder. Das Medaillon warnt mich wieder. Ja. Ich glaube, hier haben wir dann alles soweit erledigt. Hm. Ich dachte, hier können wir noch vielleicht irgendwas aus der Wand rauskratzen, aber wir sind ja nicht bei Gothic oder Risen. Hm. Ah ja, genau, speichern könnte ich ja auch nochmal. Karte. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Da unten. Könntest du mal das Schiffswrack hier anschauen? Da waren wir auch noch nicht. Schon wieder das Medaillon.
Ja, ich glaube nicht, dass die Viecher so schnell respawnen. Würde mich ja wundern. Gehen wir mal zu dem Schiffswrack. So, bin ich noch auch noch für irgendwas Schiffswrack suchen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Weg mit euch, ihr Vögel. Na, ihr zwei. Oh. Was willst du? Ruhe lass! Kettwenner, bitter und böse. Ich glaube, denen geht's wieder ganz gut. Die haben ihre typischen Eheprobleme. Hui. Das Schwert kann ich, glaube ich, auch mal wieder... Ach, nehme den rechten Weg jetzt diesmal. Okay, das hatte ich jetzt ganz überlesen. Ich glaube, da müssen wir sogar hier hin. Wahrscheinlich dann auch runter zu diesem Schiffswrack. Könnte ich mir ja vorstellen. Hier haben wir jetzt wieder die Schlucht. Einmal von oben. Waren wir da nicht schon mal? Das ist halt auch schon wieder ein bisschen her. Ja, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. So, speichern wir nochmal fix. Ja, hallo Schiffswrack. Ah, sieh mal einen an. Eine Geheimtür. Nett hier drin. Weg, weg. Muss mal gucken, ob wir da irgendwas jetzt mit dem Runenschlüssel machen können. Eine Bibermütze, jawoll. Und noch Aufzeichnung, Schollkraut und Runen. Ich wusste, dass du etwas vor mir verbirgst, Hexer. Da bin ich nicht der Einzige. In den Notizen Baltimors steht, dass er sogar aus dem Grab steigt, um sich mit dir zu treffen. Niemand kehrt von da zurück, wo wir Baltimore hingeschickt haben. Du hast gerade einen Mord gestanden. Ich bin zuversichtlich, dass dieses Wissen dir nichts mehr nützt. Schnappt ihn euch, Männer! Okay. Hauen wir ein paar Zwerge platt. So, dann looten wir euch noch fix. Und dann ist es, glaube ich, auch schon wieder an der Zeit. Mehr oder weniger. Hm. Jägerrüstung. Boah, lohnt sich ja. Sonst ist hier aber nichts mehr zu holen, oder? Gut, dann werde ich mal noch... Oder nee, das machen wir in der nächsten Folge dann, oder? Na, wir schauen noch kurz reinkommen. Was soll's? Schemas. Jägerrüstung. Bringt Rüstung plus 10. Was macht die plus 18? Ja, gut, da. Ich denke, da kann das so schnell nicht mehr mithalten. Oder haben sie vergessen, die... das Polnische zu übersetzen? Bibermütze. Okay. Brief von Baltimore an Turak. Turak, wenn du diese Worte liest, dann hast du mich erwischt. Aber freu dich nicht zu früh, du Sausack, denn jetzt erwische ich dich. Durch welche Höllen ich auch gehen muss, ich werde zurückkehren und dir den Frieden rauben. Du wirst leiden, du wirst weinen. Es gibt keine Gnade für Mörder.
Sieh dich vor, denn ich räche mich eigenhändig oder mit fremder Hand. Jep, das haben wir dann gerade. Gut, ich glaube, da hätten wir das wirklich abgeschlossen. Ach, dann können wir jetzt genau Cecil Burden noch darüber informieren. Gut, dann jetzt aber mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.